Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen mit Jesus über sie, und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr, und sie sorgte für sie. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt, und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litt, und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu reden, denn sie wussten, wer er war. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm: Alle suchen dich. Er antwortete: Lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er zog durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb die Dämonen aus. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Diese Stelle, die wir heute aus dem Markus-Evangelium hören, ist aus dem ersten Kapitel. Und vielleicht ist eine der zentralen Aussagen dieser Stelle, dass das, was durch Jesus in die Welt kommt, dass das, was mit Jesus an Neuem unter den Menschen beginnt zu leben, dass das sich ausbreitet, dass das um sich greift, dass das alle erreichen soll. Von singulären Heilungen, beispielsweise hier das Fieber der Schwiegermutter des Simon, dieser exemplarischen Heilung einer Frau, über die Heilung ganz vieler Namenloser und die Dämonenaustreibungen bis hinein in die Situation, in der die Jünger Jesus beim Beten in aller Frühe finden und er nicht wieder einfach zurück in dieses Setting möchte, sondern er weiter drängt, er weiter gehen will. Die Botschaft soll um sich greifen. Die Botschaft soll viele, nein, alle erreichen. Und schon hier in Markus 1 zeigt sich, was Jesus nachher seinen Jüngerinnen und Jüngern, seinen Aposteln auftragen wird und was das Zentrale ist: die Botschaft vom Reich Gottes, der Basileia tou theou, so heißt es im Griechischen, zu verkünden. Und zwar nicht einfach nur zu reden, sondern Menschen zu heilen und Dämonen auszutreiben. Das wird ja in allen Sendungsaufträgen, auch durch die Evangelien hindurch, die zentrale Rolle spielen. Menschen von Krankheiten zu heilen, sie zu befreien von dem, was sie krank macht, und das Böse, die bösen Kräfte, die Daimones, davon leitet sich ja das Wort Dämonen, also diese lebensfeindlichen Kräfte, die es in der Welt gibt, ganz aktiv zu bekämpfen. Das ist der Auftrag der Jüngerinnen und Jünger Jesu.
Und wir müssen noch gar nicht viel weitergehen, um vielleicht einen Impuls für uns heute und für die nächste Zeit zu haben, auch die Frage heute zu stellen, wo kann ich Krankheit oder krankmachende Strukturen oder das, was Menschen lähmt, vielleicht helfen zu heilen? Und wo kann ich bösen Kräften in unserer Welt, in meinen Beziehungen den Kampf ansagen? Wenn Jesus beispielsweise Dämonen austreibt, dann handelt es sich um nichts Geringeres, aber auch nicht um mehr als einen Exorzismus. Und wenn ich jetzt dieses Wort in den Mund nehme, dann gehen bei vielen ganz skurrile und komische Bilder auf, womöglich aus irgendwelchen Spielfilmen und Blockbustern, wo natürlich dieses Thema sehr gerne auch verarbeitet wird. Ein Exorzismus ist aber zuallererst einmal eigentlich ein Gebet, in dem das Böse direkt angesprochen wird, mit Namen genannt wird, wo der Betende das Böse direkt angeht, ihm ins Angesicht widersteht. Darum geht es beim Exorzismus. Eines der ältesten Gebete in unseren Sakramenten, beispielsweise in der Taufliturgie, ist das älteste Gebet des Exorzismus. Gebet, das in jeder Taufe über dem Täufling gesprochen wird. Und auch dann, wenn uns vielleicht das Vokabular dort in diesem Gebet heute auch etwas befremdet als moderne Menschen, wo es viel um Erbschuld und Erbsünde geht, so ist doch der Kern letztlich wichtig, dem Bösen ins Gesicht widerstehen. Ein Jünger, eine Jüngerin Jesu widersteht dem Bösen ins Gesicht, rennt nicht weg, flüchtet nicht vor dem Bösen, tut auch nicht so, wie wenn es die bösen Kräfte gar nicht gäbe und alles schön und schick und harmonisch in dieser Welt wäre. So ist sie nicht, die Welt. So ist auch Jesus nicht. So ist auch nicht der christliche Glaube und das Weltverständnis des christlichen Glaubens. Jesus macht keinen Hehl an keiner Stelle daraus, dass seine Jünger immer bedroht werden, wenn sie sich zu ihm bekennen werden. Dass die Menschen, die Frieden bringen wollen und die Liebe leben, dennoch anecken. Und dass es aber keinen anderen Weg gibt zu gelingendem Leben, auch mit der Liebe das Böse zu besiegen. Das kann ich aber nur, wenn ich zuerst einmal anerkenne, dass es das Böse als Realität gibt, dass es überhaupt etwas gibt, dem ich ins Gesicht widerstehen muss. Dazu muss ich das Böse auch da sein lassen und anschauen, benennen in meinem Leben und vielleicht zuallererst auch bei mir. Der Weg ist also nicht am Bösen vorbei, sondern durch das Böse hindurch. Gott ist Mensch geworden im Dunkeln der Nacht und er hat in Jesus von Nazareth ein Leben geführt mit Licht und Schatten. Und wenn man es sich anschaut, vielleicht sogar ganz, ganz vielen Schatten, vor allem am Ende des Lebens bei seinem Weg nach Jerusalem ans Kreuz. Aber auch hier ist sein Weg durch das Dunkel hindurch ins Licht, nicht am Dunkel vorbei. Das Gleiche gilt für Krankheiten heilen. Dort, wo krankmachende Strukturen sind, müssen sie erst als solche entlarvt werden, damit man sie heilen kann. Heilung wird nur, wo der Schmerz getragen wird und ausgehalten wird. Wunden können nur heilen,
dort, wo man sich den Wunden zuwendet, wo man die Wunden säubert. Dazu muss man sie aber auch erstmal da sein lassen. Auch hier heißt es nicht dran vorbei, sondern Krankheit und krankmachende Strukturen anerkennen und so erst Heilung ermöglichen. So beginnt der Weg Jesu hier im Markus-Evangelium. Und wir sind ja im Markus-Jahr und dieses Evangelium wird uns begleiten. Und dieses Motiv wird uns immer wieder begegnen. Und dennoch steht am Ende Licht und nicht Dunkelheit. Gehen wir miteinander durch die Dunkelheiten des Lebens. Feiern wir, wenn wir jetzt Eucharistie feiern, dass das Leben, das uns verheißen ist durch Jesus von Nazareth, ein Leben der Hingabe ist, ein Leben, das die Realitäten der Welt ernst nimmt und das aber auch uns verheißen ist, ein Leben voller Licht zu sein. Und dort, wo wir darauf nicht vertrauen können, dort, wo wir schwach sind und unser Vertrauen, dort lassen Sie uns füreinander beten. Dort lassen Sie uns gegenseitig Erinnerungsgemeinschaft sein, einander daran erinnern, was Gott jedem und jeder bereithält.